Mach mal eine kleine Sache mit Glauben verwirklichen. Wie verwirklicht sich Glauben? Unser GLAUB, die Beschwörungskunst von dir selber, von der du keine Ahnung hast. Und ich sage immer wieder, die ganzen Behauptungen, das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Das beweise ich jedem, auch auf der Bröselebene, was er mit seinem Glauben anrichtet. Und es geht jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt, wenn es um irgendein Thema geht. Zum Beispiel jetzt Corona, sind die Krankenhäuser voll oder sind sie nicht voll? Du musst jetzt das unterscheiden. Hast du es überprüft? Hast du es mit eigenen Augen? Hast du dich in deinem Traum durch ständig wechselnde Bilder ein Krankenhaus auf die Verabrede geholt? Das ist früher mein Hühnerfarmbeispiel gewesen. Wenn du sagst, da werden ja Hühner, tausende von Hühnern in einem großen Raum hier, 8 Hühner auf einen Quadratmeter zusammengepfercht, kennst du das nur vom Hörensagen oder hast du es wirklich mit eigenen Augen gesehen? Und jetzt ist die Schwierigkeit, ich sage jetzt, wenn du in deinem Videospiel losmarschierst, das hast du ständig wechselnde Bilder auf der VR-Brille, dann wirst du das realisieren, was du im tiefsten Innern glaubst. Das heißt, wenn du jetzt losmarschierst und du bist überzeugt, weil du das gelesen hast in der seriösen Presse, dass die Krankenhäuser voll sind mit Corona-Patienten und du überprüfst jetzt das selber, du wirst auf deine VR-Brille volle Krankenhäuser holen, aber muss ich jetzt sagen, wir haben 16 Seiten. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann antriffst, was du glaubst, ist sehr hoch. Es ist aber immer noch ein kleines Quäntchen, dass sie trotzdem leer sind, obwohl du glaubst, dass sie voll sind. Und umgekehrt genauso. Glaubst du, dass nichts los ist, bist der Querdenker, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dann auf leere Krankenhäuser triffst, also die auf deine Verabredung holst. Es kann aber auch sein, dass sie voll sind. Das ist eben dieses Gleichgewicht. Das Prinzip, da will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber du verwirklichst deinen Glauben. Und jetzt ist dein Glaube, musst du im Detail nicht einmal wissen, das habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen. Das heißt, du denkst dir jetzt Physiker aus, wo du meinst, die Kisten, die Physiker wissen ja, wie das da draußen genau funktioniert, weil die haben das studiert. Und jetzt ist es so, dass ich nochmal sage, ein Mensch ist ein Konstruktprogramm für eine komplette Traumwelt. Die Personen, die du dir jetzt zusprichst, vom Säugling bis zum Greis, die du ja immer nur hier und jetzt denken und erleben kannst, aus dieser Datei herausholst, ist ein winziger Aspekt von der ganzen Welt, die aus dem Menschenprogramm entspringt. Das macht das, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ich bleibe jetzt sehr oberflächlich, ich bin aber da schon sehr ins Detail gegangen. Und dann ist es so, wenn du den Physikern oder irgendeiner Glaubenspartei, das gilt für alles, deinen Glauben schenkst, obwohl du dich im Detail da überhaupt nicht damit auseinandergesetzt hast, ist ja der Physiker, den du dir ausdenkst, kommt ja aus dem Menschenprogramm, aus deinem blauen Ich. Dann wirkt dieses blaue Ich für die physikalischen Gesetze, die auf deiner VR-Brille auftauchen. Ob du das dann überprüfen kannst, denk wieder an die Laserstrahlen oder das kohärente Licht. Die Photonen, die Protonen, die Wassermoleküle, das sind Sachen, die stellst du dir vor, die kann man auch nicht entdecken, aber du hängst dann in dieser Logik drin. Und jetzt komme ich zum Glauben verwirklichen. Das ist das alte, früher war das, vor 20 Jahren war das Grantner-Wasser-Beispiel. Und ich sage immer wieder, in deinem Traum wird das sein, was du verwirklichst. Und ich werde dir zeigen, dass du dich narrst, ob ich jetzt das Grantner-Wasser nenne oder Homöopathie nenne. Und wenn man selber mit sich experimentiert, und ich rede jetzt ganz normal von einer Bröselgeschichte, du kannst es universell austauschen, das gilt auch für Medikamente. Ich habe oft gesagt, wenn du auf deinem Programm glaubst, dass Steinpilze und Pfifferlinge hochgiftig sind, dann wirst du sterbenskrank, wenn du isst. Und wenn du glaubst, dass die köstlich sind, sind sie köstlich. Das können wir jetzt austauschen. Jetzt nehmen wir Mollenblätter und Fliegenpilze, die köstlich sind, dann sind die für dich köstlich und es passiert dir gar nichts, weil am Anfang ist das Programm. Das klingt jetzt, wenn du ein Materialist bist, vollkommen unglaublich und das ist ein großes Problem, weil du wieder deine logische Meinung als absolut setzt und alles, was deiner Logik widerspricht, das ist es das und du hast es das ein Beispiel nicht verstanden. Und es geht nicht, dass du von vielen Sichtweisen dann, die sich komplett widersprechen scheinen, eine raussuchst, dann bleibst du entheiligt. Und ich erkläre das jetzt nochmal mit dem Grantnerwasser. Wir können jetzt Kinesiologie. Wir können Homöopathie nehmen, Austauschen. egal um was es geht, aber ich bleibe jetzt an den Grantnerwasser und ich rede jetzt in einer ganz einfachen, neugierigen Erfahrung als Udo. Da kommt einer zu mir und ist total begeistert von dem Grantnerwasser. Und
Es gibt jetzt viele Esoterik-Sachen, ob das energieangereicherte Marmorplatten sind mit der Mata Zauger, wenn du euch erinnert, vor 20 Jahren. All das ganze Esokacke. Und schau mal, ich habe da was. Und es ist also definitiv so, wenn du dich jetzt einklingst, es ist immer die Frage, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Muss ich dran glauben? Du musst nicht dran glauben. Es funktioniert auch, wenn du nicht dran glaubst. Wenn es hundertprozentig nicht funktioniert, ist, wenn du es ablehnst. Dasselbe gilt auch für das Holo-Feeling, macht dich vollkommen heil. Es wird nicht funktionieren, wenn du es ablehnst. Klar. Du wirst auf ewig zerbrochen bleiben. Du wirst leiden, du wirst aus dem chronologischen Schlamassel jiddisch nicht herauskommen. Ja. Du musst neugierig sein. Es geht nicht, dass du dich da reinsteigerst. Also wenn ich jetzt einmal offen bin für etwas, klinke ich mich zuerst einmal auf diese einseitige Sichtweise ein. Und ich mache jetzt Beispiele genügen. Unser Helmut Dietz hat ja da Tausende von Euro ausgegeben für so eine Kacke, total begeistert. Und du verarschst dich eigentlich nur selber mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Und ich erkläre jetzt dieses Beispiel nochmal, das mache ich auch mit Homöopathie. Ich ziehe dir den Boden deiner Logik unter den Füßen weg. Du kannst Selbstexperimente machen. Ich bin zuerst einmal offen, die kommen zu mir. Und das ist in zig Variationen. Ich bleibe mal jetzt, ich nenne das als Überbegriff Grandnerwasser. Okay. Mhm. Aber da gibt es zig andere Strömungen, die sind natürlich Energie, auch bei Stereoanlagen damals energieangereicherte Scheckkarten, die man irgendwo was draufstellt oder Marmorplatten. Ich weiß nicht, was der Zauger, die sich eine Carrara-Fliese, die kriegst du für 80 Pfennig damals im Baumarkt, konntest du die kaufen. Und wenn du da ein Glas Wasser draufstellst, wird es energieangereichert. Und sie hat es dann ausprobiert. Sie hat zwei Blumenstöcke angesät. Das eine hat es mit Leitungswasser gegossen und das andere mit dem energieangereicherten Wasser, das auf der Marmorplatte war. Und dann zeigt die mir, dass ihre Blumenstöcke unterschiedlich schnell gewachsen sind. Klar. Das ist in ihrer Welt so. Wenn ich mich dann einklinge, ich kann nur überprüfen, sie zeigt mir zwei unterschiedlich große Stöcke im Jetzt, weil ja alles, was auftaucht, taucht jetzt auf. Ja. Du hast deine eigene Welt. Du musst immer wissen, alle Menschen, die du dir ausdenkst, wenn du jetzt als Person mit denen in deinem Traum wohin gehst, sehen, du bestimmst, was die sehen. Genau. Dieser einfache Satz, was denken dann die Leute von mir? Ja. Ja, genau. Ist auch die Leute, die du jetzt denkst, sind einfach nur Gedanken, das sind Kisten und in den Kisten wird das drin sein, was du dir jetzt denkst, was die von dir, von dem, der du zu sein glaubst, denken. Mhm. Wenn du die Menschen nicht mehr denkst, sind sie weg. Die können, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, können von dir nichts anders denken, wie dass du denkst, dass sie von dir denken. Weil das Schöpfungen von dir sind im Hier und Jetzt. Du musst einfach nur das zweite Gebot halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Wenn du was zu sehen bekommst, siehst du das Hier und Jetzt in deinem Kopf und da ist nichts außen und da kommt auch nichts von außen. Das kannst du übrigens überprüfen. Wenn du bewusst bist, wenn du unbewusst bist, wenn du bloß ein Gedanke bist, dann ist es eh sinnlos, weil mit Gedanken unterhalte ich mich nicht. Mhm. Ja. Der Udo ist jetzt ein Gedanke von dir, Geist. Ich rede immer nur mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Mhm. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mich jetzt weder Margot noch die Hannemarie noch der Peter sprechen hören. Und auch nicht der, der du zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt. Da gehe ich immer wieder drauf ein. Da ist nur ein Allereinziger, der sich jetzt die ganzen aufgrund dieser Worte Menschen ausdenkt. Aber wenn du dir Menschen ausdenkst, dann Menschen kannst du gar nicht denken, denkst du schon wieder an eine Person. Mhm. Ja. Ja, eben. Bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, habe ich immer wieder gesagt, das ist alles Lügerei. Das ist, wenn du dir jetzt Ärzte ausdenkst, das sind alles Selbstlügen. Wenn die Menschen retten wollen, in Ohrenbadungen weise ich wieder darauf hin, wie willst du, dass einen Menschen rettet, den du dir jetzt ausdenkst, wo du einfach in einer Bewusstheit dir klar machen kannst, dass diese Ärzte keinen Unterschied machen zwischen einem Menschen und einem Körper. Mhm. Eine Person, ein Körper ist kein Mensch. Es ist eine kleine Facette von dem, was wir Mensch nennen. Aber jetzt komme ich kurz zu dem Grandnerwasser, wie sich das äußert. Also es kommt zu mir an dem Laden, ich mache jetzt das wieder in einer Geschichte. Und dann sagt er, du Udo, schau mal, ich hab da was, ich zeig dir was. Ich gehe auf das Ding nicht ein. Dann sind wir bei mir ins Bad gegangen. Dann nehme ich zwei gleiche Wassergläser, Wasserhorn aufdrehen, das eine Wasserglas voll machen, hinstellen. Dann hat er so einen ganz edel verpackten Eisenring gehabt, der hier Arganderwasser war. Das zweite Wasserglas, den Wasserstrahl durch diesen Ring durchlaufen lassen.
hinstellen, 2 Minuten warten, probier mal. Dann probiere ich das und ich muss dann genau schauen, das ist total anders. Und da sage ich, du stimmt, es ist irgendwie anders. Ich kann nicht sagen, wie, aber es ist irgendwie anders. Jetzt geht es natürlich noch weiter, wenn du jetzt da, ich mache jetzt so Sachen, wie das verkauft wird. Du nimmst einmal energieangereichertes Wasser, ein normales Wasser, dann tust du einen Bierdeckel drauflegen, tust du Zitrone drauflegen auf die Bierdeckel. Und wenn du 5 Minuten wartest, ist die eine Zitrone total sauer und die andere ist nicht sauer. Das ist die, wo das energieangereicherte Wasser ist. Du kannst das probieren. Es funktioniert innerhalb dieses Denksystems, wenn du dich da einklingst. Aber wirklich, ich sage 100%ig empfunden. Ich kann mich erinnern, wie mein Thomas Kalbach, Dr. Thomas Kalbach mit dem Mut, die kommen zu mir nach Ellingen und dann sagt der Mut natürlich wieder begeistert mit seinen Freimaurern. Du schau mal, was ich habe, dann zieht er so eine goldene, wie eine goldene Scheckkarte raus und dann macht er das mit der goldenen Scheckkarte. Hast du eine Zitrone da? Dann pressen wir in der Küche eine Zitrone aus. Ihr erinnert euch noch, bei mir in Ellingen war doch das der Küche und Speise mit so einem Durchgang. Dann tut er den Zitronensaft in 2 Schnapsgläschen rein, das eine Schnapsgläschen auf diese Scheckkarte draufstellen, sagt, jetzt warten wir mal 5 Minuten, probier mal. Und da war das eine Zitronensaft, der nicht drauf gestanden ist, total sauer und der andere war viel weicher. Also schon säuerlich, aber er hat total anders geschmeckt. Schau mal, ist das nicht irre? Und dann sage ich, Mut, sage ich dann, du hast überhaupt nichts verstanden. Und ich sage, jetzt machen wir dasselbe Spiel nochmal. Sag ich bloß, du gehst jetzt ins Esszimmer rein, um die Ecke rum. Und der Thomas geht mit mir, machen komplett dasselbe nochmal, die 2 Gläschen. Und dann stelle ich dir diese 2 Gläschen hin. Und du warst nicht dabei und du hast nicht so geschaut, welches auf der Scheckkarte drauf gestanden ist. Und jetzt probiere und ich sage, und in dem Moment, wenn du das verkehrt, wenn du den Unterschied, der ja ganz krass ist offensichtlich, wenn du den dann auch noch schmeckst, und ich drehe es einmal rum, ich setze dich ja wenn unter Strom, wenn du verkehrt tippst, kriege ich von dir 500 Euro. Und plötzlich haben die komplett gleich geschmeckt. Genau. Und jetzt passt auf, ich mache mit Grandnerwasser, das Thema habe ich zigfach vorgeführt bei Fans, die das Zeug verkauft haben, kostet ja ein Schweinegeld, dass ich jetzt immer wieder, bei Melmudiz haben wir das einmal gemacht, das war zwar andere Energieanreicher, der so begeistert war, so wenn ich jetzt 5 Gläser nehme und jetzt pass auf, wir machen einfach einmal, wenn ich in ein Glas einen Tee rein tue, in ein anderes Glas einen Kaffee, in ein anderes Glas einen Orangensaft und in ein anderes Glas ein Leitungswasser. Da kann ich dir die Augen verbinden und die Ohren zuhalten und du schmeckst blind sofort, was drin ist. Du wirst immer schmecken, ist es jetzt der Kaffee oder ist es der Tee? Ja, klar. Dann ist der Unterschied da. Sag ich, wenn ich jetzt hier, wir bleiben mal bei 2, wir sagen Orangensaft und Wasser. Wenn ich jetzt 5 Gläser dir hinstellt, auch wenn dir die Augen verbunden sind. Du weißt sofort, ob das 5 Orangensaft sind oder 5 Wasser sind und 3 Wasser und 2 Orangensaft, weil du einen Unterschied merkst. Ich sage jetzt, pass auf, wir nehmen 5 Gläser und wir denn jetzt mit deiner Maschine Wasserenergie anreichern und ich fülle jetzt gemischt entweder 2 Gläser Energie angereichert, 3 nicht Energie angereichert oder 4. In irgendeiner Art und Weise, es kann sein, dass ich alle 4 gar nichts mache, dass dasselbe, dass nur Leitungswasser drin ist oder in allen 4 oder 5 Gläsern energieangereichertes Wasser drin ist. Egal in welcher Kombination ich dir das hinstelle, wenn du einen Unterschied schmeckst, dann schmeckst du das. Wenn ich jetzt das unter Aufsicht in einen Raum mache und ich nehme dieses Tablett mit den Gläsern und ich bringe dir das, wenn du in einem anderen Raum bist. Und jetzt kommt nochmal der Stress. Für jeden Fehler, für jedes Glas, wo du das verkehrte, die verkehrte Meinung, energieangereichert oder nicht energieangereichert, kriege ich von 1.000 Euro. Dann wirst du feststellen, nicht einer dieser Schwätzer wird irgendwie sich trauen zu sagen, das ist jetzt energieangereichert oder das ist nicht. Dann schmecken plötzlich alle gleich. Du kannst auch nicht sagen, ob es energieangereichertes Wasser ist oder nicht energieangereichertes Wasser ist. Es ist dein ganzes 100%ig sicher, besser ist dann weg vom Tisch. Ja. Dasselbe gilt für Homöopathie. Es ist Geld, es geht um Geld. Es ist also eine der größten Homöopathien, und das muss ich jetzt sagen, das habe ich aus dem Internet raus. Ich zeige euch jetzt einmal, was man vom Internet raus hat, dass eine Firma, Namen kannst du recherchieren,
die hier Milliardenumsätze oder Hunderte von Millionen Umsatz macht in Deutschland mit homöopathischen Mitteln, die verkaufen ihre homöopathischen Mittel auch in Amerika. Da müssen sie aber aufgrund von Gesetz auf die Packungen draufschreiben, dass das bloß Einbildung ist, dass da nichts drin ist, dass das gar nicht wirkt. Also wenn das wirkt, das ist einfach Wischiwaschi. Da gibt es dann trotzdem natürlich welche, die das kaufen, weil sie dran glauben, weil die wissen ja, das müssen die ja draufschreiben, es wirkt ja trotzdem, aber das Gesetz schreibt vor, dass man es draufschreiben muss. In Deutschland müssen sie es nicht draufschreiben. Okay. Die haben sogar einige Ärzte verklagt, weil die gesagt haben, dass das nicht funktioniert. Aber darüber zu streiten, sind wir im Bereich der Kategorie 2. Ja. Das beim Krankenwasser natürlich schlimm ist. In Australien wird es dann welcher Betrug sogar verboten. Habe ich irgendwie, ich beschäftige mich seit Jahren nicht mehr damit. Aber das gilt ja für alles. Es ist dein ganzer Glaube verwirklicht sich. Du verwirklichst auch von den Krankenhäusern. Das ist Holofeeling, geht ja nochmal einen ganzen Schritt weiter. Weil es zuerst einmal erfordert, dass du das erste und das zweite Gebot hältst. Du darfst dir kein Bild mehr von dir selber machen. Du bist der Geist, der träumende Geist rot geschrieben, der sich seine Traumwelt aufgrund von Wissen, Glauben, von dem Programm, von deinem Schwamminhalt, baust du das Konstrukt auf wie eine virtuelle Welt, wo ein Konstruktprogramm drin ist. Und das Konstruktprogramm ist das, was ich Schwamminhalt, was ich deinen Intellekt nenne, den du dir nicht raussuchen konntest. Ja. Jetzt ist beim Granderwasser zum Beispiel, was dann wieder verunsichert, ich kann mich noch erinnern, in Österreich eine chemische Firma, die hat Kühlanlagen und das Kühlwasser ist immer verschlackt. Und die haben dann hier für 3.000 Euro eine Granderwasseranlage eingebaut. Ja. Und nachdem das eingebaut wurde, ist das Kühlwasser, der Kühlkreislauf ist nicht mehr verschlackt. Das ist das Granderwassersystem. Das haben die dann natürlich werbungstechnisch benutzt. Aber das kenne ich auch bloß aus der Zeitung heraus. Das ist die Schwierigkeit, nur weil was in der Zeitung steht, heißt es noch lange nicht, dass das stimmt. Ja. Ob das dann, wenn ich das überprüfe, funktioniert oder nicht, funktioniert, hängt von meinem Glauben ab. Und es beginnt schon, ob das Wasser besser schmeckt oder nicht so gut schmeckt oder ob irgendwie Pflanzen schneller wachsen oder schöner wachsen, wenn ich die mit energieungereichertem Wasser gieße. Das bestimmt nicht der Gedanke, den ich denke, sondern meine Logik, die ich zum Denken benutze. Ja. Es ist eine Matrix, es ist eine Traumwelt und dein Intellekt ist letztendlich die Ursache für das, was du erleben wirst, aber immer mit einem Quäntchen Unterschied. Und darum hast du die vielen Sichtweisen und wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und erklär das jetzt bitte nicht irgendeiner Figur in deinem Traum. Das ist der erste Unterschied. Ich weise immer wieder darauf hin. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, das auch niemals in der Vergangenheit von irgendwelchen anderen Menschen aufgenommen wurde. Ja. Das sind diese ständig wechselnden Bilder. Das ist auch der Vorgang, den ich dir anhand von Physikbüchern beweise, dass es so ist. Ich beweise dir das in jeder heiligen Schrift, wenn sie etwas komplexer sind, ob das dir Denach ist, ob das der Koran ist, der ist ein wenig seichter, ohne den jetzt zu schmälern. In den Upanishaden, wenn du die richtig übersetzt, wird genau dieses Prinzip mit der Vordersprache über dieses Prinzip arithmetisch präzise bewiesen. Ja. Es sind immer die Einseitigkeiten, die Verwirklichungen des eigenen Glaubens. Und das, was du gerade sagst, hier den eigenen Charakter durchschauen, man ist entsetzt. Ja. Wenn ich jetzt einen Arzt nehme und sage, was du magst, du kannst einen Menschen nicht retten, mach dir jetzt erst einmal bewusst, was ein Mensch ist und was ein Körper ist. Wie willst du einen Säugling retten? Dann wird er kein Schulkind. Und wenn du einen Trockennasen auf dem Körper am Leben halten wirst, wirst du in die höheren Bereiche nicht reinkommen. Wird der Säugling Säugling bleiben, bleibt der Säugling. Oder er bleibt der Sechsjährige oder er bleibt der Zehnjährige. Und du bleibst ein geistlos sterblicher Trockennasenaffe in deinem Traum bis in alle Ewigkeit, bis du dich von diesem Glauben löst und du begreifst, ich bin ja nicht dieser Gedanke, an den ich denke, wenn ich an mich denke. Ich bin der, der sich das ausdenkt. An mir ändert sich nichts, es ändern sich nur meine Informationen, meine Gedanken, können auch sinnlich wahrgenommene Informationen sein. Ja. Und wie die sich verändern, bestimme ich selbst. Aber in Maßsetzung der Logik, die ich zum Denken benutze. Und jetzt greife ich nochmal, darum wiederhole ich immer wieder dieselben Phasen. Auf das letzte Selbstgespräch zurück, da gehe ich auf mein Speisekartenbeispiel ein. Wenn du dich als Geist, deine Logik, dein normales Leben ständig ohne zu werden beobachtest, wird zum Beispiel so kleine Erkenntnisse, dass du plötzlich sagst, hey, ich bestimme ja gar nicht, wenn ich eine Speisekarte, wenn ich als Brösel jetzt in ein Lokal gehe und mir was zum Essen bestelle, was ich esse. Behaupte das einmal als Brösel und der Brösel bei normalen Menschen um dich rum. Es ist hundertprozentig sicher, dass es so ist. Ich wiederhole nochmal.
was du siehst, und das ist natürlich jetzt ein Geflaggere individuell, versteht es, du kriegst die Speisekarte, die hast du auf deiner Verabredung, da sind Worte drauf. Du sprichst diese Worte, wenn du die Worte anschaust in dir, du stellst dich daneben hin und schaust es an und dann liest du jetzt meinetwegen Salat, Pizza, Schnitzel, je nachdem, wo du bist. Du rastest aus den Worten, machst du Geräusche und dann ist ganz grob, nur du stellst dir das mal bildlich vor, dann denkst du an das Gericht, dann denkst du an das Gericht, das ist eigentlich nur, dass du die Worte sprichst. So, und jetzt stellst du dir das, aber suchst du dir das raus? Nein, du wirst nämlich feststellen, wir haben hier 8 Stufen, die waren genau erklärt, du kriegst jetzt ein Gefühl von Zuneigung und Ablehnung, während du ein Wort sprichst. Mhm. Da steht jetzt zum Beispiel Steak, lecker, lecker, heute ist immer nicht nach Fleisch. Das denkst du nicht, das könntest du jetzt denken, wenn du das Gefühl beschreibst. Du ja. liest nur Steak und das ist ein komisches Gefühl, dass wenn du jetzt aussprichst, sagst du, nee, heute ist man nicht nach Fleisch, deswegen musst du nicht unbedingt, oder du bist Vegetarier, dann kommt das sowieso nicht in Frage. Mhm. Gut, dann haben wir Salat, verschiedene Salate. Oder irgendein anderes vegetarisches Gericht. Du wirst feststellen, bei jedem Gericht ist im Hintergrund ein leichtes Gefühl von Zuneigung und Ablehnung. Mhm. Und manchmal schwankst du, wo du nicht ganz sicher bist, aber du wirst letzten Endes, wirst du das Gericht bestellen, wo du am meisten Zuneigung empfindest, in dem Moment, wo du das jetzt denkst. Aber jetzt immer wieder chronologisch, das ist dein Lieblingslokal, wo du alle 14 Tage mal hingehst und du wirst feststellen, dass du, obwohl in dieselbe Speisekarte reinschaust, oft bei derselben Speisekarte beim Lesen immer jetzt beim anderen Gericht der Zuneigung empfindest. Das heißt, nicht du bestimmst, was du dir bestellst, sondern das Gefühl, das auftaucht, wenn du an das Gericht denkst. Und dieses Gefühl kannst du dir nicht raussuchen. Ja, das so kommt, ist es. Ja, das kommt. Wie ich immer wieder sage, meine, denk an 30 Worte, du suchst dir nichts raus. Du musst warten, was in dir auftaucht, was jetzt ist. Das ist jeden Morgen, fühlst du dich anders. Manchmal könntest du Bäume rausreißen beim Aufstehen, irgendwie hast du einen totalen Elan und das andere Mal fühlst du dich wie ausgezuzelt, hast du überhaupt keinen Bock, fällst du einen Tag schon beim Aufstehen, bist du in einem, so einem kompletten Zustand von Melancholie. In einer dumpfen Stimmung. Scheiße drauf, sagt man. Du kannst dich nur überraschen lassen. Du bist ein träumender Geist. Dein träumender Geist sucht sich nichts raus. Ja. Ich beschreibe jetzt voll, wenn du die Gedankengänge mitgehst, ich beschreibe dir das, was hundertprozentig sicher ist. Ja. Und das ganze Hickmeck, ich sage, begreift erst einmal Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen, die du dir stellst, die bringen dich überhaupt nicht weiter, die führen dich nur von einer Entheiligung in die nächste. Ja, klar. Mach erst einmal bei jeder Frage, wo du jetzt merkst, wenn du dich beobachtest, das ist wieder Kategorie 1. 2 Frage ist auch nicht, dass der schlecht ist. Auch das wäre schon wieder einseitige Aussage. Ja. Aber mach das, was du magst, mach das bewusst. Und die Welt ist wie in einem Videospiel. Du hast so eine unendliche Datei in dir drin und du wirst nur deine eigenen Interessen und Ablehnungen. Interessen und Ablehnungen wirst du erleben. Ist eingefroren. Ist jetzt eingefroren? Nee, wieder da. Nee. Ist schon wieder da, ganz kurz. Und es ist dasselbe, wenn ich immer wieder sage, das chronologische Denken. Mein Beispiel, wenn du ein Buch liest, beobachte dich. Damals hast du mal, du hast deinen Körper gefühlt und nimmst ein Buch. Das ist natürlich Sachen, die du im normalen Alltag, du hast jetzt auf deiner Verabredung deine Hände, du hast das Buch in der Hand, dann sind die Worte, dann fängst du zum Lesen an. Was heißt lesen? Das ist ja bei ich bin nur ein Buch. Beobachte mal, die Farbspitze, die du jetzt vor dir siehst, lassen dich sprechen. Da beginnt, du hörst plötzlich eine Stimme in dir, kommt dir die bekannt vor? Das ist deine eigene Gedankenstimme, wenn du zum Lesen anfängst. Das sind ja Sachen, die kriegst du als normaler Materialist überhaupt nicht mit. Ist dir das schon mal aufgefallen, bevor du Holofeeling gelesen hast, dass wenn du dich hinsetzt, dass du plötzlich zum Sprechen anfängst, wenn du Worte, geschriebene Worte anschaust? Und zwar wie eine Maschine. Und die Worte waren jetzt Vorstellungen. Das sind diese Schichten, die da dran waren, Vorstellungen in dir auslösen, die du in der Regel gar nicht ausdenkst. Ich sage immer wieder, ich weise darauf hin, beim normalen Sprechen sind nur die Worte da, da machst du gar keine Bilder draus, weil du in dem Chatbereich bleibst, der Worte. Und wenn jetzt das ein spannender Roman ist oder ein spannender Artikel ist, ich bleibe mal bei dem Buch, bei dem Roman, ist dann die ganze Zeit das Buch da
ist, wenn du hier 500 Kilometer mit dem Auto fährst, die ganze Zeit das Lenkrad und die Windschutzscheibe da. Deine Logik sagt selbstverständlich ja, weil du ein geistloser Materialist bist. Diese Logik zwingt dir den Glauben auf. Wenn du das einmal überprüfst, dann wirst du feststellen, du kannst nur das überprüfen, was jetzt da ist. Weil du nur deine Informationen zu sehen bekommst. Das Einzige, was für dich existiert, ist die momentane Information. Aber da wirst du feststellen, die verändert sich. Jeden neuen Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Und eine Windschutzscheibe beim Autofahren existiert bloß, wenn du ganz gezielt an die Windschutzscheibe denkst oder die anschaust. Zu glauben ist auch dann da, wenn du die nicht siehst, wenn die nicht keine Information ist. Jetzt sind wir wieder beim Thema, was ist hundertprozentig sicher? Du wirst erst einmal akzeptieren, dass alle Menschen, die du dir ausgedacht hast, so weit weg sind mit ihnen, das ist hundertprozentig sicher bewiesen. Nur weil dir was logisch erscheint und dir die Logik des vorgaukelt, dass es so ist. Ich sage, zeig es mir. Dann wirst du feststellen, du kannst über 99%, was bis da für dich hundertprozentig sicher war, gewähnt, wo du dich gewähnt hast in dem Wahn, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und jetzt komme ich als Erster und ich weise dich darauf hin und jetzt vergleichst du das mit deinem Wissen. Dann ist irgendwie, kannst du mir nicht widersprechen, dass das, was ich sage, stimmt. Weil es ist ja das, was ist. Aber die Logik, dass die Welt trotzdem da aus ist, auch wenn ich sie nicht ausdenke. Was denkst du bei dem Wort Welt? Die Wort Welt ist doch nur gar kein Bild. Eben. Wenn wir es mit der Vordersprache sehen, der polare Rand, dann ist es doch Welt. Dein ständiger Wechsel von Informationen, der ständige Formwechsel meiner 200 Gramm rote Niere. Ja, genau. Das ist das, was du zu sehen bekommst. Aber existieren tut immer bloß das, was jetzt da ist. Und das ist immer nur für einen Moment da. Selbst wenn du jetzt ein Zeitfenster dir aufspannst. Sie sind, ich bin, du erkläre ich das, setz dich einmal hin und beobachte und halte die Luft an. Jetzt sage ich dann für 5 Minuten. Halt einfach mal die Luft an und jetzt mach den Geist, der sich selber beobachtet. Das wird dann so schön beschrieben. Du hältst die Luft, da ist natürlich der Körper da, mit Luft anhalten, dann wird sich ein unangenehmes Gefühl aufbauen und du wirst feststellen, du denkst plötzlich, hey, jetzt wird es aber eng, jetzt muss ich, bin gespannt, wie lange ich das aushalte. Du kannst dich beobachten, was das Gesabber in deinen Kopf, was du selbst sprichst, was du dir übrigens nicht raussuchst. Du wirst dann merken, nach einer Minute, was dann passiert. Warum mache ich den Blödsinn eigentlich? Das geht ja gar nicht. Ich muss doch atmen und lauter so Zeug. Was soll mir das bringen? Ich sage, das bringt unheimlich viel. Nicht den, der du zu sein glaubst. Der das beobachtet, dem wird nämlich immer mehr bewusst, wie er in einer Programmierung ist. Ich muss doch atmen, sonst gibt es mich ja nicht. Das ist dann da, wenn du dran denkst, aber jetzt ist die Frage Schnipp. Ja. So, jetzt machen wir Zeitfenster. Du erinnerst dich an die nächsten 10 Minuten. Hast du geatmet? Gute Frage. Nein. Hast du geatmet? Nein. Wenn du das sagst, ja, es ist ein logisches Konstrukt, wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Ja, ja, genau. Du schwörst an Meinheit. Ja, ja. Stimmt, jetzt könnte ich wieder sagen, Schnipp, jetzt denk an deine Beine, denk an die Zehen und wackel mit den Zehen an den Beinen. Mach das. Wo waren die Zehen jetzt die ganze Zeit? Nicht da. Deine Logik suggeriert dir hundertprozentig sicher, dass die auch dann da außen sind und dein Gehirn und die Ohren und all das Zeug, das wiederhole ich immer wieder. Ja. Wenn du das jetzt jemandem erzählst und der sagt, es stimmt nicht, dann hak ihn ab. Es ist ein Gedanke, der ist es nicht wert, dass du ihn länger weiter denkst. Ja. Die große Kunst ist, dass du dir das jetzt eingestehen musst, dass auch der das glaubt, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Hak diesen Körper mit der gesamten Logik ab. Genau. Ist es nicht wert, dass sie für ewig überlebt. Mhm. Du bist ewig und niemals ein Gedanke. Genau, das ist es. Also versuch das auch nicht irgendwelchen Menschen, die du dir denkst, die nur dann existieren, wenn du sie denkst, zu erklären, weil die werden das eh nicht verstehen. Ich erkläre es immer bloß an alle Einzigen. Und zudem behaupte ich, zudem sage ich, dass du ich bist. Das führt dich zu dem E-Quadrat. Genau. Ja. Ja. Sind ein Team auf ewig. Ja. Aber ein rotes Team. Ja. Ja. Unser Verhältnis ist ungefähr so, ich sage, du bist jetzt in einem symbolischen Projektor, der ein Leben projiziert. Das war jetzt immer mit der einen Lampe, was ja dann wieder komplexer wird, wenn ich sage, verabrede. Du bist die Lampe im Projektor, die flackert nicht, egal welches Leben du lebst, egal welche Datei, welchen Mensch, welches Programm du durchrasterst, das ist immer dieselbe Lampe. Mhm.
immer in Verbindung mit der Datei, die ein persönliches Leben projiziert, wie in einem Videospiel. Bloß jetzt Videobeamer-Beispiel. Und ich bin die Energiequelle, die dich brennen lässt. Ja. Ja. Diese Kombination ist JCH-ICH. Ja. Da kommst du ganz leicht hin, wenn du die Hierarchie hochgehst. Wenn ich immer wieder, früher habe ich immer so gesagt, ich beobachte mich, kennt jeder. Mhm. Ich bin dieser Körper und ich beobachte mich. Ja. Das ist ein Satz, der geht dir leicht von den Lippen, wenn ich jetzt normal rede. Die Sprache ist einfach, ich beobachte mich. Wer ist es, der mich beobachtet? Ich bin jetzt ja dann der Körper, dieses Tier. Ich beobachte meinen Zahn, was er macht, wenn ich zahle und auf die Hüfte, das Knie, Peter, wenn man krank ist. Dann beobachtest du einen Teil von Tier, von dem Körper, den du dir jetzt zusprichst. Du hast einen Fokus auf der Hüfte, du hast den Fokus da. Aber wer beobachtet es? Ja. Ich beobachte mich. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, sobald du dir diese Kombi ausdenkst, zwischen dem Beobachter, der sich, seinen Körper beobachtet, achte mal auf die Sprache, dann muss doch der Beobachter was anderes sein, wie dieser Körper oder irgendein Glied, Gall, eine Welle von diesen, eine Facette von diesem Körper. Ja. Sobald du jetzt ich beobachte mich sagst, wer denkt sich diese These an die These aus? Genau. Ein ausgedachter Beobachter ist ein Gedanke. Kann ein Gedanke von mir was beobachten? Dieses Ich, wo ich sage, ich beobachte mich. Du stellst jetzt fest, dass dieses Ich eigentlich ein Programm ist, das das Beobachtete aufschmeißt, aber leben du das der sich diesen angeblich bis dato Beobachter, den Menschen, dass der eigentlich nur das Programm ist. Beobachtet du das ein anderer. Sobald wir uns den denken, ist aber schon wieder einer da. Das haben wir doch tausendfach ausgedacht in 20 Jahren. Was sind die letzten 20 Jahre jetzt? Das sind Worte, das sind Geräusche, die du hörst. Ja. Das ist wie wenn ich jetzt auch denke an die Erdkugel, die letzten 20 Jahre, die letzten 5 Minuten, das sind doch nur Geräusche. Ja. Und das Einzige, was ich mir wünsche für dich, dass du dir einfach bewusst machst, was jetzt da ist und du, Geist, beobachtest, was deine Logik aus diesen Reizauslösern macht. Ob das geschriebene Worte sind oder ob das Geräusch ist. Ja. Was passiert, wenn ich jetzt das Geräusch gelb? Was machst du aus dem Wort gelb? Eine Farbe, die kannst du dir jetzt vorstellen, mit offenen Augen, irgendwie... Wenn es so doof ist, dass du es nicht schaffst, dann schaust einfach hinter unserer Hannemarie, schaust du dir die Lexikas an, die langen Scheiz. Das ist gelb. Auf dem Bild. Stimmt oder stimmt? Scheiz haben wir es materialisiert, aber sind das jetzt gelbe Bücher, was du siehst? Aua. Haar hinter dir. Ja, ja. Genau. Nein, das sind irgendwelche Lämpchen, ein paar Arrangements von kleinen Lämpchen. Das sind alles Interpretationen. Ja. Ich beschreibe dir nur, was ist. Richtig. Und man narrt sich extrem mit Glauben. Du verwirklichst alles, auch Corona-Patienten, volle Krankenhäuser. Und da kann ich jetzt immer wieder sagen, du kannst in der Zeit jetzt zurückblättern, all die Almenau-Vorträge anhören, wo ich das gesagt habe, das Beispiel mit den Kampfhunden, die in der Zeitung stehen. Ja, ein großer Bericht, Überschrift hier, ein Kind wurde in Hamburg von einem Kampfhund angefallen. Plötzlich innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen, was die in jeder Großstadt waren, berichtet, dass Kampfhunde Kinder angefallen haben. Dann ist man über Kampfhunde hergezogen. Was ist jetzt eigentlich mit der Syrien-Krise? Ja. Was ist mit AIDS? Ja, gibt es nicht. Was ist mit dem Hühner- oder Rinderseuche oder was ist Schweineseuche oder was ist alles? Es pusht sich ein Thema auf, Umweltschutz, dann ist es weg. Du hast immer einen Hotspot, einen Punkt, wo du dich fokussierst. Ja. Dann ist nur noch und um dich herum multipliziert sich das in den Spiegelungen hoch. Ja. Jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, hättest du beim ersten Mal, wo du was über Corona liest, hättest du überhaupt nicht reagiert? Weil es dir am Arsch geht. Ja. Hätte sich das dann so hochschaukeln können? Dann hättest du was anderes hochgeschaukelt. Ja. Das Spiel funktioniert erst, wenn du das erste und das zweite Gebot hältst. Mhm. Dann wird dir das immer klar. Mhm. Mit der Vatersprache in der Physik geht es dann natürlich unendlich in die Tiefe. Vor allem dann immer mit der Erkenntnis, dass jede Behauptung, jede Internetseite eine winzige Facette aus dem Internet ist. Ich habe da übrigens heute Morgen so ganz schnell mal ganz kurz den Bildschirm übertragen. Ich will aber nicht zeigen, weil ich jetzt da habt ihr den Bildschirm in unserem ja gerade hier
Da war hier soziale Netzwerke, die am häufigsten benutzt werden. Puff. Das sind jetzt wieder nur Worte. Was tust du dir bei Facebook eigentlich ausdenken, bei Instagram, bei Vimeo? Das sind jetzt fast Worte. Ich bringe dir Menschen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Ich. Geh mal in ein Altersheim und lass ihnen das lesen. Und dann kann man hier zeigen, was heißt das? Ja, wenn du da sehr aktiv bist, dann sagt dir das alles was. Und dann habe ich das hier kurz reingestellt. E ist rot geschrieben, Fragezeichen, was ist das? Be in mir. Bietet. Erscheinende augenblickliche Erscheinungen. Spiegelungen. Tier. Es bietet dir. Das habe ich jetzt ein wenig komisch geschrieben. Ich hätte es auch so rumschreiben müssen, jetzt ausbessern, Entschuldigung. So rum. Jetzt gefällt es mir besser. Es bietet dir in dir selbst eine geistreiche Alternative an. Das ist der Abyssus von Al-Hayyam. Lese einfach bewusst die Holo-Feeling-Seiten, die Holo-Feeling-Bücher. Anstatt sich mit so einem Zeichen zuzumüllen. Suchst du dir natürlich nicht raus, ist ein Akt der Reife, das ist der große Unterschied. Es ist nicht, dass ich das in irgendeiner Form schlecht sehe. Es hat ja alles, was da ist, einen Grund. Es hat einen Sinn. Es ist aber Sucht. Es ist eine Entgeistigung. Da hängen sehr viele dran. Aber jetzt ist es interessant, ich sage immer, Internet ist nur ein anderes Wort für Gott. Oh, da habe ich. Holofeeling ist Gottes absolutes Netzwerk. Das ist übrigens die Bedeutungsübersicht für Netz. Ein geknüpftes GE-Quadrat, UB, GE-Quadrat, Bielet im Kind ist E-Quadrat. Gebilde, das zu verschiedenen ZW-Ecken, doppelt aufgespannten Ecken, These-Antithese-Ecken, verschiedenartig geformtes. Ein Gerät zu fangen vom Dirn, besonders zum Fischfang. Ich sagte, ich bin der Menschenfischer. Ein Netz. Eine Schutzvorrichtung für besonders bei gefährlicher Arbeit. Ich fange dich auf, egal wo du bist, glaub es mir. Du kannst eigentlich nirgends weicher fallen, wie wenn du zurückfällst in den, der immer ist. Dann haben wir Spinne gesponnenes, gitterartiges Gebilde, ein Spinnennetz. Ein System aus vielen sich vielfältig kreuzenden, miteinander verbundenen Linien und SDR-Ecken. Das ist unsere Tetraederstruktur. Ein systematisch angelegtes Ganzes, ein heiliges Ganzes. In der Mathematik ist es eine Ebene, das ist unser Wasserspiegel, unser symbolischer Wasserspiegel. Und die aus GE-Quadrat, das hätte ich jetzt anders, aus GE-Quadrat, Bereich im Spiegel bereitete Oberfläche. O, wegkreisen. Das ist, wenn du liest, ist das alles perfekt. Und das sind solche Sachen, dass aus Worten plötzlich was anders wird. Jetzt ist wieder, jetzt sage ich wieder, jetzt mache ich ein Geräusch, gelb. Und was denkst du bei dem Wort gelb? Der Geist Geist Gottes, Gottes, der genau. Polar wird. Ja. Das ist schon die Buchstaben selber, ist immer wieder, wenn wir wissen, wir müssen erst einmal mit den Konstanten arbeiten. Das gerade bei euch, ich wiederhole das nochmal schnell. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Code diktiere, gib mal den Code ein, ich sage, mach N und dann ein D. Dann drückst du die Taste N und die Taste D, wenn du das eingibst. Wenn wir das Vokal dazu nehmen, dann heißt es ND. Ich habe doch gesagt, schreibe mal ND. Wenn ich denke jetzt an die Buchstaben N und D, aber um die sagt ja keiner. ND habe ich schon das Wort Ende. Jetzt wissen wir natürlich, was das Ende ist. Es ist ein Schwanken, eine existierende Öffnung, wenn wir das Hebräischen. Das ist das hier. Das heißt das N und dann das D. Könnte ich dir viele Beispiele bringen. Wie komplex bist du in der Lage, einen kleinen Reizauslöser auszulegen? Aber das ist alles momentan nicht wichtig. Wie ich tick, ist der Mittelpunkt und das ist was Ausgedachtes. Darum soll ich erklären, jetzt hast du, was du bist. Was der ist, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt den Oder. Dieses Ich, das ist immer die Sache, was denkst du bei dem Wort Ich, wenn du Ich sagst? Was übrigens eine Geschichte für sich selber wäre, da können wir ein ganzes Buch schreiben, wenn wir jetzt das durchgehen. Ich, du, er, sie, es.
Wir, ihr, sie, die klammern wir mal weg. Was ist ein Ich? Wir haben ja vier Ich in Holofeeling. Mhm. Die sind ganz wichtig. Ja. JCA, ICA rot und ich groß, der Mensch, und ich die Facetten, die Person klein. Ja. Wobei die Persona, die Maske, eigentlich symbolisch für jeden Gedanken steht. Es ist kein Unterschied in dem System, dass das große Ich, das ist die Datei, der Ordner, das Chat, das ich Mensch nenne, und jeder Gedankenkomplex, den du aus dir rausdenkst, ob du an deine Heimatstand, an das heliozentrische Weltbild, ist ein kleines, eine intellektuelle Kollektion, wieder ein Ordner. Dieses kleine Ich kann jetzt das heliozentrische Weltbild sein, das ja jetzt wieder nur Worte sind. Und da kannst du, das ist wieder ein Ordner, wo du dann Vorstellungen machst. Ja, wie ist das aufgebaut? Sonne, Merkur, Venus, Erde, jetzt merkst du, dass da Bilder rauskommen ohne Ende. Ja. Das ist immer wieder der Satz, wenn ich sage, du hast noch nie Wetter gesehen. Sag das einmal zu einem normalen Menschen. Sag einfach, du hast noch nie Wetter gesehen, also ich zeig's mir. Du hast noch nie deine Küche gesehen, mein Standardbeispiel. Da sagt jeder, der spinnt doch. Ja, für normale Menschen spinnt der Udo Petscher sowieso hochgradig. Es ist schon sehr interessant, wenn sich welche anmaßen, einen Spinner zu nennen, der von dem, nur von dem spricht und darauf hinweist, was die, die mich einen Spinner nennen, jetzt als Udo, was sie sofort auf der Stelle überprüfen können. Jeder 13-Jährige kann das sofort überprüfen. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Was sie glauben, was sie sich ausdenken, können sie dann mal überprüfen, wenn sie wollten. Wenn du meinst, du kannst Wetter sehen, dann zeig mir doch Wetter und ich werde dir beweisen, dass das, was du mir jetzt zeigst, dass das kein Wetter ist. Ja. Regen ist nicht Wetter. Sonnenschein, Schneegraubel ist nicht Wetter, es sind Facetten. Und ich werde dir beweisen, dass du deine Küche wirklich nicht sehen kannst. Oder dein Wohnzimmer oder deinen Körper. Zeig mir mal deinen Körper. Genau. Der ist hier. Dein Haus. Ich sage, das Bild, das du mir zeigst, wenn wir davor stehen oder vom Garten hinten gesehen, die Haustür, die Bilder sind doch nicht der Ordner. Das ist die Theorie der logischen Typen. Das zerstört das komplette religiös-naturwissenschaftliche Weltbild. Holofeeling zerstört es nicht, sondern macht diese ganzen verschiedenen Sichtweisen zu einer heiligen Einheit, die gewusst werden kann, aber nur vom Geist. Ja. Ein Gedanke wird es nicht wissen. Selbst wenn ich mir jetzt einen Gedanken denke und ich denke mir, der Mensch weiß das. Es ist ein Gedanke. Und der wird so sein, wie ich mir denke. Das ist das mit dem Sympathisieren, wenn ich sage, auf mit irgendjemandem zu sympathisieren. Sympathie heißt mitleiden. Mit, genau. Wenn du mit jemandem sympathisierst, dann leidest du, Geist. Du bist der Einzige, der leiden kann. Nur der träumende Geist erlebt den Traum, niemals die Figuren in einem Traum. Das sind diese Sätze, die tausendmal wichtiger sind wie ein Lottogewinn. Wenn du Bäder, Zahnschmerzen oder wenn dir deine Hüfte oder sonst was wehtut, ich garantiere dir, das, was du jetzt denkst, als Ding an sich, kriegt es überhaupt nicht mit, was du behauptest, was es spürt. Dein Zahn hat keine Schmerzen, du hast die Schmerzen. Dein Körper kann keine Schmerzen haben, wenn du jetzt an den Körper, aktuellen Körper denkst. Du hast die Schmerzen. Aber wo ist der Körper, wenn du ihn nicht denkst, dann ist er heil. Und wenn du an deinen Körper nicht denkst, kannst du mit deinem Körper auch nicht atmen. Hast du jetzt wieder die ganze Zeit geatmet? Du musst dich hinsetzen und du musst dir das Atmen denken. Um dein eigenes Atmen zu denken, musst du zuerst einmal an deinen Körper denken. So viel zu den ganzen Esospinnern, die sich dann hinsetzen und ganz bewusst einatmen, ausatmen. Dann kleben die an diesen Körper, den sie denken, den sie eigentlich irgendwie überwinden wollen. Und wenn du dann dein Satori hast, das heißt, wenn du einschläfst, weil dir das zu langweilig war, das passiert, als wenn du dich 5 Minuten hinlegst und dich zwiebelst 5 Minuten weg. Aber du wirst immer wieder auftauchen mit dem Körper, an den du dann die meiste Zeit wieder nicht denkst. Aber du bist ja hundertprozentig sicher, dass er trotzdem da ist, auch wenn du nicht dran denkst. Aber lasst euch nicht verwirren, das, was euch jetzt das Pixelmännchen Udo erzählt, das ist sowieso der Dollarspinner. Abgerechnet wird am Schluss und der Schluss ist jetzt. Ja. Okay. Abgerechnet wird am Schluss, am absoluten Schluss und das ist das ewige Hier und Jetzt, jeden Moment. Ja. Wisst ihr, wie viele hunderte Male ich meinen Helmut erwähne? Wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Ja. So müsst ihr das jetzt nochmal hören, wenn ich sage, wenn du das Beta-Programm laufen hast.
Ich sage nicht einmal, Gott weiß es, wie lange das ist bei dir noch dauert. Und ich würde sagen, wieso? Weil er dir die Freiheit gegeben hat, dass er dich das selbst entscheiden lässt. Entscheiden, die Scheidung. Die Scheidung zwischen einem Jetzt und einer von dir ausgedachten Zukunft. Wie lange dauert es noch? In dem Moment denkst du an eine Zukunft, jetzt. Und du meinst, irgendwann in der Zukunft verstehst du das. Wenn du es verstehst, verstehst du es jetzt. Ja. Und Gott lässt dich das selbst entscheiden, wie lange das bei dir noch dauert. Darum sage ich nicht einmal, Gott weiß das, weil er sich da nicht einmischt. Er hat dir die Freiheit gegeben, das selbst zu entscheiden. Du kannst es aber nur jetzt entscheiden. Ja. Aber was ich dir sage, du wirst bis in alle Ewigkeit warten, dass du das verstehst, wenn du meinst, du verstehst es in der Zukunft. Richtig. Die Glückseligkeit befindet sich im Zentrum des ewigen, sich verändernden Hier und Jetzt. Was sich verändert, was die Rolle spielt, ist das, was dich umkreist. Und wir, BL, wir in Gott, in diesem Mittelpunkt, erleben das. Absolut statisch. Darum sage ich nochmal rot gelesen, du bist Licht, du bist Geist, du bist Energie. Sind jetzt drei Worte losgelesen, die letztendlich auch jeder Physiker, wenn er da ein bisschen eine Ahnung hat von der eigentlichen Energie, die weder vermehrt noch vermindert werden kann. Das göttliche Licht kann nicht noch mehr Licht werden. Mehr Licht gibt es. Mehr Licht gibt es nicht. Es ist wie mit dieser Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, indem wir Unterschiede schaffen. Beim Licht sind es die Unterschiede der Helligkeiten. Ob das jetzt auf einer Leinwand die Schatten sind, da kann ich tausendmal sagen, eine Sonne, die du dir ausdenkst, egal ob du die im Kino auf der Leinwand siehst oder ob die auf einer VR-Brille irgendwo einige Lämpchen heller sind wie die anderen Lämpchen, beleuchtet nicht dieses Gesamtkonzept, das du jetzt als sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast. Und es hat alles einen tiefen Sinn, kohärentes Licht. Was ist Licht? Und dann lese ich im Physikbuch Licht. Eine dimensionslose Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit ist eine dimensionslose Geschwindigkeit. Ich sage, mir fällt jetzt auf, dass die Namen gar nicht wissen, was die sprechen. Sekunde pro Sekunde. Es tut weh. Und jetzt, wenn ich jetzt angenommen auf Brüssel und der Brüssel hast du einen Physiker, der das nachäfft. Die kriegen doch Nobelpreise dafür in ihrer Selbstbeweihräucherung. Das ist doch, Politik ist doch nichts anderes. Es sind doch nur Machtkämpfe, es sind Geld. Machtgeile Tierchen, wo es nur um die Macht geht. Glaub doch ja nicht, dass sich irgendjemand interessiert für die Menschen. Nee. Redet sich das ein, auch bei Ärzten. Es gibt immer ganz, ganz wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ja. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Es ist wie, sind jetzt die Krankenhäuser voll oder nicht? Genau. Du wirst, wenn du das überprüfst, sprich auf deine VR-Brille holst, in deinem Traum hier und jetzt, realisierst. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du glaubst, dass die voll sind, ist sehr, sehr hoch, dass du dann volle Krankenhäuser siehst, aber nicht zu 100%. Ja, klar. Und umgekehrt genauso. Klar. Das ist One-Night-Stand-Beispiel mit den vier Seiten. Und jetzt ist es so, dass auch die Zahlen, wo du holst, das hängt extrem davon ab, was du glaubst, weil das stochastische Denken verstärkt deinen Glauben und wenn du was ablehnst, wirst du immer mehr Beweise kriegen, dass es nicht stimmt. Aber ich sage auch nicht, die Seite ist besser oder die Seite ist besser. Ich mache mal ein schönes Beispiel. Wir sind ja flexibel. Erinnert euch, im letzten Selbstgespräch habe ich ganz klar darauf hingewiesen, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Man kann das dann doch machen, wenn ich von einer Quadratfläche rede. Dann kann ich es auch mit einem Strich zeichnen, wenn ich einen Kreis mache, weil ein Kreis ist eine Quadratfläche. Siehst du ja schon an der Formel, wenn du das ausrechnest. Welche Vorstellung löst das Wort Quadrat aus? Qua, wir wissen, was Qua ist. Wir, Geist. Ja. Jetzt kommt Folgendes, wir machen mal Corona, die Thematik, wo ernährst du dich, die Toten mit oder an Corona Gestorbenen? Es ist, und jetzt, wenn du das überprüfst, ich kann wieder diese Statistiken machen, die neuesten Stände, es ist definitiv so, und es baut auf offiziellen Daten auf, ich nehme jetzt das Wort offiziell positiv, ihr wisst, offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen, das ganze offizielle aus Medien und Börsen ist eigentlich hinderlich, dass du eine eigene Meinung kriegst, weil du ja bloß nachäffst. Wir nehmen die offizielle Statistik hier für Sterbezahlen und das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Es ist 2020, jetzt der neueste, ist bis März sogar, ist eine Untersterblichkeit. Habe ich jetzt aus das Internet heraus, ist vollkommen logisch, aber das sind die offiziellen Zahlen in der Welt, die ich dir jetzt in deinen Kopf, in deinem Programm drin habe. Wenn willst du, ich das kann nochmal die Liste, wenn nicht, suche selber her, ist
jetzt ein ausgedachter junger Bursch, den ich mir denke, und der macht natürlich das, was ich ihn tun lasse. Und wenn du das komplett machst, selbst Alterzahlen unbereinigt, ist es die letzten Jahre, ist hier von den letzten 9 Jahren, ist 2020 am zweitwenigsten Menschen gestorben von den letzten 9 Jahren. Also was ist mit dieser großen Pandemie? Jetzt pass auf, ich mache jetzt nochmal was, was da nicht erwähnt wird. Die Corona-Zahlen, da die Sterblichen weniger sind, ja, könnte ich jetzt ja sagen, ist ja logisch, durch diese Einschränkungen sind ja wesentlich weniger Menschen Auto gefahren. Und wir können jetzt übrigens auch statistisch überprüfen, dass hier die Sterbezahl aufgrund von Autounfällen, ohne jetzt Zahlen zu nennen, extrem in den Keller gefallen ist. Ja logisch, wenn weniger Auto fahren, gibt es weniger Autounfälle. Klar. Und drum sind die Zahlen so unten, dafür sind aber die Corona-Toten gestorben. Mhm. Das soll ja, wenn wir jetzt aber doch wissen, als Politiker, wir wollen ja, dass unseren Menschen nichts passiert, dass hier durch Autofahren unheimlich viele Menschen sterben, warum verbieten sie das? Merkst du, ich drehe. Ja. Weiß, wir sind in einer kybernetischen Schleife, das ist es. Es ist wie mein Heizkörperbeispiel. Ja. Man müsste jetzt erst einmal wissen, was Kybernetik bedeutet. In euren Fachbüchern ist das alles drin. Ich sage immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendein Fachgebiet falsch wäre oder unrichtig wäre. Es ist für manche, die das anschauen, verkehrt, weil sie eine andere Meinung vertreten. Aber egal, was in dir auftaucht, das ist ein wichtiges Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Mhm. Und wenn du vorschnell sagst, dass ich jetzt eine relativ konstante 20 Grad in meinem Zimmer im Winter habe, obwohl außen die Temperatur schwankt, das macht mein Thermostat an der Heizung, der regelt das. So, das ist richtig, aber nur ein bisschen. Ich werde dir beweisen, dass der genauso viel regelt wie der Heizkörper selber und die Raumluft. Nein, dass du 20 Grad hast, das bestimmt die Raumluft. Wieso? Die Raumluft kann doch nicht bestimmen, dass da immer 20 Grad sind. Ich sage, dann gehst du mal die kybernetische Schleife durch, Heizkörper, Temperatur, Raumluft, Temperatur, Regler. Und dann wirst du feststellen, alles reagiert auf das Vorhergehende und gibt einen Impuls weiter und du bist in einem Zirkelschluss. Ja. Es ist bekannt, es gibt Fachleute für Kybernetik, die werden dir das erklären, aber die kennen sich nur in dem Bereich aus. Ja. Es sind das da, man muss wissen, dass es symbolische Bilder gibt und dass wir sprechen immer von einem geschlossenen System. Aber es gibt ein Innerhalb und ein Außerhalb. In der Religion nennt man das Diesseits und Jenseits. Jetzt können wir wieder diskutieren, was eigentlich das Innen ist. Ist es Jenseits wichtig, dick in der Mitte, und es Diesseits drumherum oder umgekehrt? Stimmt übrigens beides. Es ist, wie ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Die Welt, die du träumst, die nennst du Diesseits, die ist in dir drin. Dann bist du aber eingehüllt in eine große Weisheit und das ist eine winzige Facette aus dem, was ich Weisheit nenne. Darum hast du in der Physik, ist das weiße Licht oder das weiße Rauschen, sind alle Frequenzen gleichzeitig. Ja. Von 0 bis unendlich. Wobei man da das Problem haben wie mit dem Volumen, der Raum. Obwohl da gar nicht, wieso das Lumen, ich weise immer wieder darauf hin, dass sich einmal die Frage stellt, wieso, dass man hier bei Volumen heißt es ja Licht. Lumen ist Licht. Mhm. Ja. Wieso ist das Licht der Raum? Ja, weil der Raum durchflutet ist von dem Licht. Das ist wieder eine Flut. So eine Flut kann der Ebbe. Ja. Du wirst jetzt merken, wenn ich die Komplexität, die Holofeeling auf der höheren Ebene, wie ich sage, mit Windows biete, da bist du mit deinen Schimmelpilzkolonie-Wissen deiner Welt und deiner Weisen deiner Welt, zeig mir die Weisen deiner Welt, sage ich, in ein alter Ego von mir. Und ich werde dir zeigen, dass es geistlos nachäffende Äffchen sind. Alle. Inklusive den, der du bisher zu sein geglaubt hast. Du bist die Quelle. Es spiegelt sich, dein Nachäffen spiegelt sich in den Menschen um dich herum. Deine Boshaftigkeit spiegelt sich in den Menschen um dich herum. Jetzt ganz, ganz krass in deiner Welt, wenn du in Medien gehst, dass alles verboten war. Alles, was irgendwie bloß böse oder Hass ist. Ich sag, hassen und lieben. Zwei Seiten. Dasselbe wie Gesundheit und Krankheit und Sonnenschein und Regen. Und Krieg und Frieden. Solange du nur eine Seite davon haben willst. Ich wiederhole so simple Sachen. Wenn du meinst, dein Zirnhall im Himmelreich gibt es bloß noch Frieden, ist wie wenn du sagst, das ist eine Welt, die du dir normal ausdenkst, da gibt es bloß Sonnenschein. Weißt du, wie lange eine Welt in einer normalen materialistischen Vorstellung existiert, wenn nur die Sonne scheint? Ist das eine Wüste, eine absolut, eine Wüste, eine ausgetrocknete Wüste ohne Leben wird?
Frieden ist Wachstum. Pri-Eden, Fri-Eden, Pri-Eden heißt das Erzeugnis. Mhm. Ja. Von Eden. Das heißt ja. Wachsen. Pri, die Frucht, auch die Frucht auf Hebräisch. Mhm. Etz pri, esse pri. Mhm. Eine ja. Frucht heißt was Aufblühendes, Aufgrühendes, Aufspringendes, Spring. Mhm. Mhm. Wenn die 2G plötzlich was Grünes austreiben. Unser ja. Green in der Mitte. Ja. Ja. Zwischen Gelb und Blau. Gelb ist die Sonne, wo sie aufgeht, und Blau ist, wo sie wieder untergeht. Mhm. Das Blaue geht alles unter. Ja. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und wenn ich das, wenn ich da die Symbolik verstehe, ja. dann ist es halt schlichtweg so, dass ich ganz definitiv sage, das Pri-Eden, der Frieden, der Sonnenschein, das Licht durchflutete, das ist das Wachstum, das Aufbauen, und der Krieg ist die Zerstörung. Mhm. Aber jetzt kann ich immer wieder sagen, muss nicht der Säugling zerstört werden? Wenn du dich als ein Säugling wählst, wirst du ewig ein Hosenscheißer sein? Du musst irgendwann einmal der Schuld gehen, dann musst du aber lesen und schreiben lernen. Mhm. Genauso ist es mit der Vordersprache. Du musst neugierig werden, Sachen, auf die du nicht kennst, und nicht immer permanent rezitieren. Ich weiß ja, wir Physiker wissen ja. Lies, da gehen deine geistigen Archive. Ich weise immer wieder darauf hin, ich werde dir beweisen, dass hier des Wissens Verhinderer waren in Bezug auf vollkommen neues Wissen. Aber extreme Verfeinerer von bestehendem Wissen, Zerdenker von bestehendem Wissen, was ich absolut wertfrei sage. Dass ich aus früher mein Beispiel, ein Rudolf Diesel, den ich mir ausdenke, der hier diesen da macht, mit der Luftbombe, und feststellt, hey, der erste Impuls bis zum ersten, habe ich immer früher gesagt, mehr natterten als laufenden Einzylinder bei MAN in Augsburg, bis hin zu einem hochmodernen Diesel-Direkteinspritzer mit was weiß ich, Filteranlagen und so weiter und so fort. Das ist ein, diese Idee wurde nur zerdacht, 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 zerdacht. Aber jetzt kommen wir langsam in die Sackgasse rein, wo das Problem liegt. Das ist jetzt am Ende. Das ist wie mit der Dampfmaschine. Mhm. Ich sage mal, wie ich als Radio- und Fernsehtechniker gelernt habe, in meinen ja, Formelsammlungen, ja. wenn Schaltungen drin waren, ist 50, ja. 60% noch Röhren. Mhm. Ja. Das ist, wenn du jetzt ein Automechaniker bist, das ist ungefähr so, wenn dir einer was von Dampfmaschinen erzählt. Aber du kannst Nein. jetzt schon abwarten, dass für die nächste Generation von Automechaniker Verbrennungsmotoren so sind wie jetzt für die jetzigen Dampfmaschinen, sind sie dann die Verbrennungsmotoren. Mhm. Weil es entwickelt sich weiter, aber der Sprung in was vollkommen Neues, das musst du zulassen. Aber das ja. erfordert neues Wissen, das du in dir freischalten musst, das immer aus dir selbst kommt. Ja. Und Holofilien geht halt über diese weltlichen Vorstellungsmodelle hinaus, sondern es beschreibt die eigentliche Ursache. Das ist jetzt eigentlich diese Matrix, diese Computerwelt. Das öffnet dir Möglichkeiten, die du dir in deinen kühnsten Träumen mit deiner jetzig zum Denken benutzten Logik in keinster Weise vorstellen kannst. Ja. Basic kann nicht das ja. zur Darstellung, Darstellung bringen. Interessant, derartige öffnete Berechnung, da hebräisch die Generation, Darstellung. Das ist ungefähr wie entstehen. Das ist jetzt plötzlich, die ganzen Worte waren alle ein Oxymoron. Ja. Das kann ich wieder positiv oder negativ sehen. Zum Beispiel historische Fakten. Das ist ein totaler Blödsinn. Mhm. Ja. Aber auch 4 Seiten, genau genommen 16 Seiten. Da muss ich aber denken, geistreich denken. Ein Genie sieht all das, was jeder normale Mensch mit seiner Logik sieht. Ich kann, egal was du behauptest, kann ich nachvollziehen. Mhm. Er kann aber dieselben Sachen auch etwas anders sehen. Mhm. Ja, genau. Ich sage, zeichne ein Quadrat mit 3 Strecken. Dann sagt der Normale vielleicht eventuell, das geht nicht. Mhm. Sagt, das geht ganz leicht. Mhm. Die vielen ja. Sachen, jetzt wo ich noch dazu fühle, kannst du sogar eine Quadratfläche mit einem Strich zeichnen. Ja. Ich muss bloß wissen, was eine Quadratfläche ist. Das heißt, ich muss die Worte vielfältiger auslegen und muss auch ja, wissen, ja, wie ich das mache und warum ich das mache. Und wenn ich jetzt erkläre, es kann immer nur sagen, ich erkläre dir nicht, dass das, was du bisher geglaubt hast, in irgendeiner Form nicht stimmt und nicht wichtig wäre. Es ist bloß extrem einseitig. Das ist mein Symbol mit dem H. Der Buchstabe H symbolisiert das komplette Wissen deiner Menschheit. Alles Wissen, was du irgendwelchen Menschen zusprichst. Und das ist basic. Und es wehrt sich massiv gegen Sachen, die ihr unlogisch erscheinen. Das H will von einem A, an U und S überhaupt nichts wissen. Mhm. Das sind andere Buchstaben, das sind andere logische Systeme, die für H total unlogisch erscheinen.
Und ich sage, du hast jetzt dieses H und dann kriegst du für diesen Buchstaben ein Wort. Ich sage das immer wieder, plötzlich taucht in dir A, U und S aus, das Wort Haus. Aber was wichtig ist, erkenne, dass ich an deinem H überhaupt nichts verändert habe. Und wir brauchen dieses H genauso, wie es ist, weil sonst ist alles aus. Mhm. Ja. Gut. Das ist die Quintessenz. Das ist die Ausgangsbasis, wo wir neue Sachen drumherum aufbauen. Das müssen wir rot machen jetzt. Rot heißt, es wird jetzt alles, das Komplette, diese unendlich vielen Wissensfacetten, wann zu einem roten Haar, zu einer roten Kollektion. Ja. Dann kann man auch US ausgedachterweise dranhängen, das ist die Schöpfung einer aufgespannten Raumzeit. Das ist das Haus, in dem du wohnst. Mhm. Ja. Im Zentrum. Das ist wichtig. Ja, im Zentrum. Mhm. Und es ist nur für dich. Ich erzähle es nur diesen einen, der mich jetzt sprechen hört. Egal an wen du jetzt denkst, der hört mich nicht. Du kannst dir das einreden und du kannst dir den Eindruck haben, dass die das auch hören jetzt. Zum Beispiel jetzt der B, der wir Gedanken verloren. Das ist die Physiognomie. Es ist wurscht, ob das Pixelmännchen sind oder ob du die auf deiner Verabrede hast. Physiognomie, Mikromimik ist unheimlich wichtig zum Lernen auch. Wie innen so außen. Es ist wie ein offenes Buch, wenn man es lesen kann. Das ist wieder eine andere Sprache. Es gibt so viele verschiedene Sprachen, die nichts mit irgendwelchen Geräuschen, die irgendwelche Tiere aus ihrem Mund rausquetschen, aus ihren Sprechwerkzeugen rausquetschen. Es gibt viele, viele andere Sprachen auch. Eine nonverbale Sprache. Gestik, Physiognomie. Es gibt noch andere Sprachen. Du wirst dich wundern, auch eine Vielfalt ohne Ende, vor der du überhaupt noch keine Ahnung hast. Ich führe dich in eine Wunderwelt. Ich öffne dir nur die Tür. Der Wegweiser bringt dich nicht hin. Und inwieweit du das verstanden hast, merkst du, wenn um dich herum langsam welche aufwachen. Obwohl wo du jetzt den Eindruck hast, die beginnen zu verstehen. Jetzt unser Chat zum Beispiel. Und ich betone immer wieder, das ist jetzt nicht wichtig, dass du in den Chat bist. Dass die Qualität jetzt langsam steigt. Ja, stimmt. Im Vergleich mit den ganzen Zerstören, das immer wieder. Das ist aber auch, es hat einen Sinn. Du schaust ganz einfach, was ist jetzt da. Und das sind immer zuerst nur Worte. Entweder Geräusche, im Anfang war das Wort. Und das war dann vielfältig. Wieder dasselbe erzählt. Es geht nur wieder. Ich mache eine ganz kurze Geschichte. Gestern hatten wir 3 Stunden Selbstgespräch. Vorgestern. Jetzt, merkst du? Jetzt, wir denken uns schon wieder irgendwo was hin. Und dann kommt meine Ritter, die ruft an, ob sie kommen. So, ich muss doch mal Selbstgespräch anhören, dass ich das auch irgendwann einmal begreife. Und dann sitzt sie mir da und ich habe auch darauf hingewiesen, wenn wir jetzt so ein Selbstgespräch nehmen, auch das jetzige, und man lässt es laufen. Es ist auch geschrieben in Selbstgespräche. Mhm. Und dann schauen wir, lassen wir das laufen und dann erkläre ich Sachen, die ich jetzt ganz einfach anspreche, nochmal genauer dazwischen drin. Wirst dich wundern, was da zwischendrin nochmal an Wissen ich dazwischen schieben kann, dass ich hier in einen Satz reinbacke, wo du richtige Heutigkeit kriegst, wo du sagst, das wäre mir jetzt nie aufgefallen, das wäre mir jetzt nie aufgefallen. Ja, das öffnet sich alles nochmal neu. Wenn man sich diese einfachen Erkenntnisse, es ist immer, stellt ihr die Frage, was ist da in mir drin, das mich immer wieder in die Vergessenheit führt. Ego. Ja. Ego, ja, das Ego. Und umso mehr Egoisten du um dich herum hast, das ist das, was ich immer sage, die guten Menschen, die jetzt hier den Hass verbieten wollen, die das verbieten wollen, verbieten, verbieten, verbieten. Mhm. Es ist nur noch verbieten und zwingen und befehlen. Es ist Faschismus. Du lebst in einem hochgradigen Faschismus zurzeit. Und das sind immer wieder so Stellen, wenn ich jetzt als kleiner Prophet zurückspringe in das Jahr 1985. Das immer, ich erwähne das nochmal, wenn dann junge Burschen bei mir im Laden waren. Ist vor Holofeeling, aber es war trotzdem schon Holofeeling. Dann habe ich immer wieder gesagt, ihr werdet irgendwann nochmal begreifen, weil mir bewusst worden ist, dass die so werbetechnisch durch Werbung Gehirnwäsche bekommen haben, was richtig ist, was man ansieht, was Mode ist. Damals hat es ja die DDR noch gegeben. Dass die in der DDR und im Dritten Reich wesentlich freier waren wie ihr. Und dann haben die natürlich alle, wenn du so 20, 25-Jährige dann im Laden drin hast oder auch Erwachsene, die schmunzeln alle, was redet der Depp wieder für einen Schwachsinn her. Wir wissen ja, dass wir frei sind.
Du musst erst einmal die Freiheit definieren. Die Freiheit, das zu denken, was du wirklich selbst denken willst. Dein Denken ist nicht von dir. Dein Geschmack ist nicht von dir. Deine Meinung, sagt Odoim, ist eine Anderung, die du geistlos nachhilfst. Mhm. Dein Schwamminhalt. Mhm. Ja. Der Unterschied besteht, die in der DDR, die du dir jetzt ausdenkst, die wissen, dass sie nicht frei sind. Eben. Du glaubst, frei zu sein, und es ist mir ein leichtes, dir zu beweisen, dass du wesentlich mehr manipuliert bist wie die. Du hast es nämlich, du kriegst es nämlich nicht, dass du total unfrei bist, dass du ein geistloser Konsumzombie geworden bist, der Meinungen nachhäfft, einseitige Meinungen nachhäfft. Dass wenn du einfach nur wenn schauen würdest, was hier die Elite ist oder was, dass hier die, ob das Kirchen sind. Und ich kritisiere nicht. Ich sage immer wieder, Kritik ist eine Bewertung. Ich bewerte nicht die Qualität von dem, was ich jetzt dir erkläre, sondern ich rede von dem, was ist. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. Wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es in den Kopf nicht erschaffen. Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Und die sind nichts Schlechtes. Sie sind eine Prüfung, ob du es schon wert bist, auf eine höhere Ebene zu kommen. Und ich betone immer wieder, das ist nicht abhängig von deinem intellektuellen Wissen. Das sind die zwei Seiten von Holofeeling, diese kindgerechten Sätze, wo jeder 13-Jährige verstehen kann, wenn er dir die Filter einschaltet. Und diese extreme Komplexität von Weisheit, ob das Physik ist, ob das Chemie ist, ob das Philosophie ist. Ich kann immer nur sagen, ich greife auf ein Wissen zurück, das sich deiner jetzt ausgedachten Wissen der Menschheit vollkommen entzieht. Ja. Ja. Aber auch dieses Wissen, dieses Haar, ist ein winzig kleiner Bestandteil von dem Wissen, das ich versuche dir zu vermitteln, was aber als Wissen, als Ding an sich eine Randerscheinung ist. Du musst erst wissen, was die Ursache ist für Wissen. Das bist du selbst. Du als träumender Geist, du kannst von Moment zu Moment immer nur das Wissen Querstrich wahrnehmen. Jede Wahrnehmung ist ein gewisses Wissen von etwas. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Aber dieses Wissen von etwas unterliegt einer ständigen Umformung, einer ständigen Verwandlung. Ja. Im Hier und Jetzt, in deinem roten Kopf, nicht in dem blauen Kopf, an den du denkst, wenn du bisher an deinen Kopf gedacht hast. Plötzlich bist du möglich, an zwei verschiedene Köpfe zu denken. Mhm. An den roten Kopf und an viele blaue Köpfe, die sich alle immer nur dann in diesen roten Kopf befinden, wo du dich denkst. Egal, wo du dich jetzt räumlich oder zeitlich hindenkst. Es ist immer dann die Ausnahme, der jetzig aktuelle Kopf, wo du sagst, das ist mein Kopf. Da bist du hinter den Augen des Zentrums. Die anderen sind um dich herum. Selbst deine anderen Köpfe, die du dir zusprichst, meinetwegen als Säugling, als 20-Jährige, denkst du dir schon aus diesem Kopf um dich herum raus. Es ist nur immer der aktuelle Kopf des Zentrums. Ja, ja. Der aber nur existiert, wenn du auf der anderen Schädel denkst. Ja, ja. Aber der rote Kopf ist immer. Mhm. Das ist unser Kopfkino, wie ich das nenne. Mhm. Das ist, wenn du das immer wieder denkst, wir reden jetzt von etwas, was sofort geht, die Gedankengänge mit, sofort überprüfbar ist. Mhm. Da kann man viele kleine Sachen, wenn ich jetzt, ich spreche das immer wieder auch mit Physikern, ich kann da immer nur wiederholen, es geht nicht um die Person Udo. Ich sage das nochmal, du bist die Hauptperson. Du Geist, den ich das erzähle, du bist die Hauptperson. Du bist das einzig, wie ich dick, E-Quadrat, ich und du eigentlich, aber jetzt momentan geht es ja um dich. Du musst begreifen, was du bist und was deine Traumwelt ist. Mhm. Mhm. Ja. Also in diesen Selbstgesprächen geht es banal. Man kann jetzt viele, ich führe viele Einzelgespräche, wenn jetzt einer hier sagt, ich bin ein Physiker, und das ist, darum kann ich dir immer wieder nur sagen, wenn einer ja, aber, wenn das neu ist, hör mit einem ja, aber auf, das macht dich blind, das sind schon Filter, die du hör, einfach unbeschriebenen Geist, hör einfach zu, was ich dir sage, weil das macht dich blind, dein Gesappere, dein, das will ich nicht, das stimmt nicht, das kann ich, das macht dich blind, das kann ich nicht. Ja, das sind die ganzen Filter dann. Das sind die ganzen Filter, die du einschaltest. Mhm. Und ich kann ihn immer nur betonen, ich erkläre dir nicht, dass das, was du glaubst, nicht stimmt. Ich sage, es ist richtig und es ist wichtig. Es ist eine Richtung und es ist eine von vielen Perspektiven. Will ich dir nicht wegnehmen. Das habe ich dir nicht wegnehmen. Du kriegst von mir was Neues dazu. Aber du wirst es nie kriegen, wenn du es nicht zulässt, weil deine Logik das verhindert. Basic will mit Windows-Karten nichts zu tun haben. Das sind die Feinde. Ich sage immer wieder, das sind die einfachen Sätze. Mhm.
diese Christussprüche sind Hammerschläge, wenn du die verstehst. Jeder, der die versteht. Ich weiß immer wieder hier jetzt einmal raumzeitlich eine Figur, die wir rausholen, Bhagwan Osho, der schöne Buch über Jesus, wo er geschrieben hat. Er ist ein extrem hinduistisch-buddhistischer Philosoph geprägt gewesen als Meister. Ja, ja. Ein Buch über Jesus, wenn du das liest, der sagt, Jesus ist 1000-mal mehr als Buddha. Ja. Also geht weit, die Lehre von Jesus, wenn die verstanden hat, geht weit, jetzt eine Märchenfigur, Symbol, geht weit über die Lehre von einem Buddha hinaus, ohne die Lehre vom Buddha zu schmälern. Das ist übrigens auch jetzt in der ausgedachten Chronologie, ist das ja eine Weiterentwicklung. Und ich sage dir, Holofeeling, ich obe, das, was ich dir erkläre, ist noch 1000-mal mehr wert, was an Jesus gesagt hat. Das wusste ich als Jesus damals noch nicht. Das, was der Peter jetzt weiß, wusste er nicht vor 22 oder 23 Jahren, wie ihn Udo kennengelernt hat. Stimmt oder stimmt? Hat sich schon etwas verändert. Wie ihr auch eure Sekte gerannt seid und Welt besser machen wollt. Stimmt. Wenn ich meine Hanni nehme, wer war nicht schon irgendwann der große Sucher und hängst in irgendeiner Weisheit von irgendeinem Guru oder was drin? Das sind Sackgassen, das sind alle Sackgassen. Die Eigenart ist halt das Ausgleich von Wellenbereich. Umso größer du das oben dir denkst, entsteht im selben Moment gespiegelt das unten in derselben Größe. So mehr du dir auch die Boshaftigkeit in deine Welt hineindenkst, ist die andere Seite, von der du nicht weißt, ist die Liebe. Du projizierst dann nur die Boshaftigkeit der Menschen. Und ich sage, es sind einfach nur Fehler in den Führerscheinprüfungsbogen, die du zu durchschauen hast. Auch immer wieder, dass du dir bewusst machst, beobachte dich einfach, wie du dich über irgendwelche Erscheinungen, Gedanken von dir, Informationen aufregst. Wie schlimm du das empfindest, wenn du jetzt Fernsehen schaust, egal ob du dich jetzt über Querdenker und Verschwörungstheoretiker aufregst oder über Gutmenschen oder über Flüchtlinge oder über welche, die Flüchtlinge retten wollen, egal was. Ja. Es kann man ist immer verbunden mit Hass. Du hast es. Hassen ist abgenommen. Du hast das, was du hast. Ja. Also meine Metapher, Liebe und Hass ist nur gespiegelt. Wenn du frei werden willst, fang einfach an, alles abgrundtief zu hassen. Logisch, dann kommst du automatisch in die Liebe. Hass ist dasselbe wie Liebe, bloß gespiegelt. Ihr wisst mein Beispiel, wenn ich nochmal sage. Wenn du was abgrundtief hast, jetzt in deinem normalen Wortsinn, wie du es bisher benutzt hast, wirst du feststellen, kannst du alles heil machen. Du kommst in einen totalen Glückseligkeitszustand durch Hass. Stimmt. Das ist immer, wenn ich jetzt sage, wir denken uns jetzt an Menschen aus und der ist krank. Der hat Grätze oder AIDS oder irgendwas, eine schlimme Krankheit, Krebs. Corona. Und jetzt denk dir ganz einfach einmal, was passiert jetzt? Möchtest du das, was der besitzt, haben? Ich sage, wenn du das hast, absolut hast, dass du nichts damit zu tun haben willst, geht es dir doch gut. Ja, genau. Ja. Wenn du dir jetzt was wünschst, wenn all die Sachen, die du dir jetzt wünschst, die du angeblich nicht hast, wenn du die hast, dass du die gar nicht haben willst. Ja. Ich sage immer wieder, das Hassen und das Haben ist sehr eigenartig, weil du hast letztendlich die Information, die du hast. Haben ist besitzen, aber du kannst doch erst was besitzen, wenn du dir es ausdenkst. Jetzt ach genau, was ich sage, das ist sehr, sehr wichtig. Um etwas zu besitzen, musst du dir was ausdenken. Richtig. Jetzt ist natürlich ganz interessant, dass unser B, wir haben ein rotes B im Hebräischen, der Buchstabe Bet. Du machst mal innerhalb und außerhalb des Hauses. Als Vorsilbe heißt der ja innen. Das ist das rote B. Und das ist das blaue B. Ja, schön. Wenn du etwas besitzt, rot gelesen, bist du das. Wenn du dir es ausdenkst, und da schaust du dich meistens bloß in eine Richtung, dann sitzt du nur auf einer Seite. Hier bin ich und dort ist das, was ich besitze. Kann natürlich, gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wenn du an den Körper denkst. Der Schädel ist dann um dich rum. Dann bist du das rote B. Und um dich herum, jetzt was ich immer so mache, ist ja nur ein Symbol eigentlich, was man die atmende Kugel, wo man aufspannt. Ob du jetzt um dich herum dann Schädel denkst oder um dich herum das Zimmer Z im Meer, wir haben schon eine Geburt im Meer, oder um dich herum das Universum. Ja.
Ich kann es nicht bloß so machen, sondern das geht ja in eine Richtung. Mhm. Das ist der Komplex, der sich aufbaut. Mhm. Da bist du das Zentrum. Ja. Das, was du hast, begehrst du nicht. Stimmt oder stimmt? Alles, was du hast, begehrst du nicht, weil du hast es. Super. Komm mal wieder so in einer Eigenordnung springen, dass du meinst, die Einzigkeit ist das Problem. Ja. Herrlich. Mhm. Ja. Das, was du hast, wünschst du dir nicht. Du willst es doch loshaben. Wie kriege ich was los? Indem ich es nochmal denke. Ich denke. Aber dann kriege ich es ja wieder zurück. Ja. Jetzt kommst du in ein Spiel, wo man wirklich schon mit dir Seiten darstellen kann. Das gibt es übrigens in vielen Selbstgesprächen, bin ich da in vielen Beispielen drauf eingegangen. Und es ist dieses Heilmachen. Mhm. Aber Heilmachen, ich kann nur die Sachen heilmachen, die ich mir ausdenke. Aber da gibt es auch wieder verschiedene Stufen. Heile ich jetzt zum Beispiel ein Computer, der nicht mehr funktioniert, wenn ich den repariere? Ist er dann heil? Nee, er funktioniert so, wie ich das haben will, aber heil ist er, wenn ich ihn nicht denke. Genau. Ja. Ja. Es ist, das Nicht-Gedachte ist die Heiligkeit, das Nicht-Denkbare. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir schon dem Wort gedacht, immer an den GE-Quadrat denken, das ist ein Geist, G, der dritte Buchstabe, Gimmel, Gamma. Ja. Wandelt sich natürlich bei uns in C, in Licht. ABC. Ja. Das C wiederum ist auch ein Z und ein K. Wieso, fragt jetzt einer. Ist so ganz einfach. Schreib doch einfach mal das Wort Zentrum hin auf Lateinisch. Mhm. Genau. Dann wirst du feststellen, dass das C ein Z ist. Ja. Mhm. Und jetzt schreib das Wort Kapital hin auf Lateinisch. Mhm. Dann hast du wieder das C, wie sich das C, die Lautwandlungen. Ja. Wenn ich auf der Zahnebene bleibe, ist A, B, C, ist C, C. Mhm. Ist G. Mhm. Mhm. Aber grob steckt im Hintergrund die D-Rei. Die drei. Und unser 3 symbolisiert erst einmal Synthese. Mhm. These, Antithese, Synthese. Genau. Mhm. Das haben wir dann, jetzt kommen die 4. Da gibt es eine schöne Tabelle in Holofeeling, das ist ja geschlossen und geöffnet. Das sind die 4 Seiten vom Einheitskreis, die 4 Fonds, weil wir die 2 Achsen brauchen. Mhm. Und dann geht es ja weiter, mit der 4 kommen dann die 5, die 6 und die 7. Das heißt, ich habe hüben 3, 1, 2, 3 und drüben 3, das ist 5, 6, 7 und die 4 wird jetzt, das ist die rote 4 in unserem Tetraederspiel. Ich weiß, das klingt jetzt für viele verwirrend und andere sagen, stimmt eigentlich. Mhm. Dann wirst du wieder feststellen, das ist genau gespiegelt. Ja. Das ist alles beschrieben in den Ohrenbaurungen. Aber das ist jetzt wieder eine Sache, wo ich sage, da brauchst du die Reife dazu. Ja. Und es ist natürlich für ein Ego ganz schlimm, wenn man zu einem Ego sagt, du bist unreif. Ja. Da hast du einen hochdotierten Professor und ich sage, du bist ein kleinmäßiger Hosenscheiß. Und es gibt dann etliche Professoren, die sich sehr mit dem Udo beschäftigt haben und die das dann demütig eingestehen müssen, dass es so ist. Mhm. Dann gibt es hier ganz spannend, fällt mal mein Professor Rainer ein. Mhm. Mhm. Ja. Demut ist Größe. Über 30 Jahre. Professor für Betriebswirtschaftslehre ist eine Woche mit dem Udo zusammen, er muss dann eingestehen, sagt Udo, ich habe von meinem Fachgebiet überhaupt keine Ahnung. Du sprichst Sachen an, die habe ich ganz am Rand ja mal gehört, das kann man ja nicht wissen. Dasselbe kann ich dir mit Ärzten sagen, mit hervorragenden Ärzten, die mit dem Udo zusammen sind und die sagen, ich weiß ja, dass das medizinische Gebiet so riesengroß ist, dass ich sage, da wird jetzt echt nicht bewusst, was sogenannte Experten und Fachidioten sind. Sobald du dich in ein Fach einsperrst, in ein ganz spezielles Wissen einsperrst, weißt du sehr, sehr viel von dem Wissen und vom Rest weißt du überhaupt nichts. Nee. Mhm. Ja. Bei Computertechnik ist selbe in Grün, wo ich immer wieder sage, du meinst, den Computerfachmann gibt es überhaupt nicht. Mhm. Du hast das sehr rudimentäres Grundwissen, aber du bewegst dich in einem ganz, ganz winzig kleinen Bereich. Und jetzt sagen wir, das komplette Wissen der Welt ist dein Internet. Mhm. Dann schau mal, welche Seiten du ständig hervorholst. Du bewegst dich in so einem Nichts. Selbst nur eine von Milliarden von Internetseiten. Ich sage jetzt einfach mal nur YouTube, ist ja nur eine Seite. Auf dieser Seite sind wieder eine Unmenge von Videos. Ja. Und da bewegst du dich in so einen winzig, winzig kleinen Bereich, wo du permanent dir deine Informationen hier holst. Mhm. Aber es kommt alles aus dir. Wieso lässt du das brach liegen? Lässt du eigentlich nicht, das interessiert dich, ist nicht von Interesse. Schau mal das Wort Brach an. Mhm. Bera, Bara. Schau mal. Bara, Roshi, Bara. Genau. Das ist Chat.
Der ja. Kopf ist das große Chat, in dem ja. sich das befindet. Das ist der Kopf von UB. Mhm. Ja. Jetzt habe ich nicht irgendeinen Kopf, den du dir ausdenkst. Mhm. Ja. Und das Schöne ist, ich sage, ich bin doch. Also, ja. Ich muss immer wieder nur darauf hinweisen, es geht hier nicht um den Gedanken oder den du dir denkst. Ja. Meine ganze Botschaft ist, dass ich eigentlich du bin, der Geist und das Wissen, das dir jetzt in deinem Traum diese Figur Udo mitteilt. Nicht dem Tier, das du zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst, sondern der Geist, der sich alles ausdenkt, was er erlebt. Dass du dir noch so viel mehr ausdenken könntest, wenn du auf das zurückgreifst, was alles in dir drin ist, was du aber von vornherein ablehnst. Weil deine Logik dich verhindert. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, zum Beispiel Naturwissenschaft ist so ein geistloses Gefängnis, die erklären dir so genau, absolut immer genau, warum du das jetzt nicht siehst. Sie wissen aber hundertprozentig sicher, dass es trotzdem da außen so ist. Auch wenn sie nicht hinschauen und wenn sie nicht dran denken, existiert es da außen so und es funktioniert da außen so. Das ist totale Geistlosigkeit. Mhm. Heute Morgen hat hier ein ganz altes Video von der Birkenbill eingestellt. Wo die genau auch reine Holofeeling-Sätze zitiert, wo sie sagt über Wissenschaftler, unser Lesch, dass sich das so weit, die Materie so weit entwickelt hat, bis sie zu einem Gehirn gewonnen ist und dann ist Bewusstsein entstanden. Dort vor vielen, vielen jetzt ausgedachten Jahren eine ganz junge Birkenbill hat schon darauf hingewiesen, was ist das eigentlich für ein Blödsinn. Die Meister früher haben das ganz anders gesehen und gesagt, das ist ein Geist, der sich was ausdenkt. Für Materialisten ist zuerst die Materie da. Und das ist dann wurscht, ob ich das Urknall nenne oder dann bei manchen Kreationisten, wie sich das im christlichen Bereich nennt, den Adam nenne und die Eva. Mhm. Ja. Ich stamme nicht von Affen ab, sondern von Adam und Eva. Aber das ist immer, ich schiebe schon, dass ich mir was jetzt in die Vergangenheit denke und ich glaube, das war da schon, bevor ich gedacht habe. Das ist schon die erste Falle. Mhm. Ja. Akzeptiere doch ganz einfach, erkenne, dass das, was du denkst, in dem Moment ist, wo du es denkst, es ist, weil du es denkst und es ist genau hier und jetzt. Mhm. Irgendwo woanders, auch wenn du dir das woanders hindenken kannst. Mhm. Und dann schaust du einfach, was ist. Es ist doch kein intellektuelles Wissen nötig, sondern Bewusstsein. Du musst Bewusstsein sein. Nicht besser, das funktioniert nicht schon. Nicht sein, genau. Ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Ausgedachter Geist ist kein Geist. Da kann ich zehnmal sagen, ein ausgedachter Gott ist was Erschaffenes. Der, der sich Gott ausdenkt, der muss wesentlich mächtiger sein wie der Gedanke, weil er bestimmt wie der Gedanke ist. Doof ist er, wenn er sich was ausdenkt und meint, der Gedanke, den wir jetzt einfach Gott nennen, oder Bundeskanzler nennen, oder Illuminaten, oder Superreiche, egal was, dass die mächtiger sind wie er selbst, wenn er weiß, dass er derjenige ist, der das bestimmt. Ja, ja, absolut. Ja. In einem gewissen Maß sehr mächtig, zum Beispiel ist jetzt dein Körper, wenn du an deinen Körper denkst, weil der treibt dich ja ständig rum. Du bist ein Sklave deines Körpers. Irgendwie. Mhm. Stimmt. Da kannst du Lieder von singen, gell? Ja. Also die Freiheit beginnt, wenn du sagst, eben nicht mehr sagst, dass du ein Körper bist. Ja. Und die logischen Konstrukte, die ich zu einem Gefängnis mache, meine berühmte Gefängniszelle, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Da gibt es eine ganze Geschichte drüber in einem dieser Offenbarungsbände. Mhm. Ja, die Sterne sind ja jetzt da außen. Wir haben jetzt 10.30 Uhr, die Sonne scheint. Da sind ja die Sterne sind ja trotzdem im Himmel. Und ich sage, zeig's mir. Ja, die siehst du jetzt nicht, weil wir jetzt auf der Seite sind und bla 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 bla. Die erklären dir ganz genau, wieso du was nicht siehst. Ja. Aber es ist trotzdem da, das wissen Sie hundertprozentig sicher. Ja. So, was ist das für eine Vorstellung von hundertprozentig sicher? Ja. Und dann wirst du feststellen, ein Glaubenswahn, ob der religiös ist, ob der esoterisch ist, die dir zum Beispiel erklären, was ungesund ist, es ist so eine Verbindung mit Körper, mit Materialismus, es ist nur eine Weltreligion, das ist erst einmal der Materialismus, alles andere ist eine Scheinheiligkeit. Mhm. Und jetzt schau in dich rein, was du bisher geglaubt hast, zu welcher Sorte du dich dazu zählst, in welchen Glauben du dich einordnest. Ich sage immer wieder, beobachte dich. Beobachte Diskussionen um irgendein Thema und dann schau einfach, wo du Beifall klatscht, bei welchen Meinungen, welche Meinungen dich abschütteln und du innerlich wirklich ein ganz mieses Gefühl kriegst, wie kann man bloß sowas glauben.
Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Gibt es ja auch welche, die glauben an einen Gott. Ja. Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Es ist genau der Gott, den du dir ausdenkst. Anders sind wir davon überzeugt, dass den Gott, den sie sich jetzt ausdenken, dass der gar nicht existiert. Dumm. Ja. Also, du wirst nicht sagen, wenn es stimmt, wenn du nicht an ihn denkst, aber jetzt ist er ja da, wenn du sagst, der existiert nicht. Ja. Der Widerspruch selbst muss erkannt werden. All das, was jetzt die jetzt ausgedachte Margot lacht, genauso simpel ist es. Lerne über alles und jeden, über die eigenen Dummheiten zu lernen. Die Dummheiten der Menschen, die du dir ausdenkst, sind deine Dummheiten, weil du bestimmst, das sind die dummen Menschen, das sind die gescheiten Menschen. Mhm. Und dann mach dir bewusst, dass du vielen Menschen irgendwelche Dummheit, Geistlosigkeit oder den Hass vorwirfst, den sie äußern. Du wirst Figuren, die du träumst, vor, dass sie so sind, wie sie von dir geträumt waren. Und du bist voller Hass gegenüber diesen Figuren und du sagst, das hat sich verboten. Sobald du irgendetwas nicht haben willst, reduzierst du deine eigene Heiligkeit. Mhm. Die Heiligkeit von unendlich vielen Möglichkeiten, die alle richtig oder verkehrt erscheinen können. Ja. Das entsteht aber erst, wenn du in eine einseitige Wertung reinfällst. Das ist ein Spiel, da kannst du Leute bewundern oder nicht bewundern. Bewunder deine eigene Genialität. Mhm. Ja. Letztendlich, ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Oh. Ein Satz, den ich sehr oft sage am Schluss. Ich bin nicht als Udo Brösel jetzt in dir aufgetaucht, als Pixelmännchen oder als Gedanke. Ich tauche oft als Gedanke in dir auf. Wenn wirklich nur ich da bin, ich jetzt Udo, wenn du an mich denkst in deinem Kopf, wo der ausgedachte Udo gar keinen Einfluss darauf hat, ob du ihn denkst oder nicht. Mhm. Um dir zu erklären, wie genial der Udo ist. Wie genial muss der Geist sein, der in der Lage ist, sich so an den genialen Menschen auszudrücken. Mhm. Wenn wir daran denken, ein Genie ist das dann mal, wenn er in Erscheinung tritt, ein ganz normaler Bröselmensch wie jeder andere auch. Eine Erscheinung. Mhm. Aber in der Beobachtung wirst du feststellen, er sieht all das, was andere auch sehen. Das heißt, wenn ich jetzt von deinem Wissen, deinem Wertesystem ausgehe, dann sehe ich das genauso, wie du das siehst, dieses Komplex, den wir jetzt über den wir reden. Ob das eine Philosophie oder eine Religion ist, ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Und wenn ich jetzt durch deine Augen da hinschaue, auf die VR-Brille schaue, mit dem Programmhintergrund habe ich dasselbe Bild auf der VR-Brille. Das heißt, ein Genie ist das dann mal einer, der genau das erkennt und sieht und genauso denkt, wie du denkst. Aber er kann die Sachen, die du einseitig siehst, nur einseitig anschaust und bewertest, kann er auch ganz anders sehen. Er kann all das, was du gut siehst, auch schlecht sehen. Mhm. Und umgekehrt. Genau. Ja. All das, was du als richtig ansiehst, kann er die Kehrseite sehen, ja, weil er geistig beweglich ist. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und das Verrückte ist, dass das in dem Mittelpunkt sich abspielt, in Form von Vorstellungen, die ich um mich herum drehe. Jetzt geht das Spiel los hier mit, zum Beispiel bei Einstein, mit bewegten und runden Beobachtern. Mhm. Die Seiten in der Relativität, die man austauscht. Aber es sind ausgedachte Dinge. Ein bewegter oder ein runder Beobachter sieht das, was ich mir denke. Das immer wieder. Was sieht einer, der mit in der City an einem Bahnhof vorbeischaut, aus dem Fenster rausschaut und schaut den Bahnhof an? Was sieht der, der auf dem Bahnhof sitzt, wenn er in der City vorbeifährt? Das, was ich jetzt denke, es ist hier und jetzt. Was denken dann die Leute von mir? Die Leute, die ich jetzt denke, die Medim, MD, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, Medim, die Toten, die Leute sind die Menschen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Die werden das denken, was ich jetzt denke, was die denken. Was mich mehr interessiert von in der Esse ist, ist, was denkst du jetzt von dem, was ich dir erzähle? Der mich jetzt ausdenkt. Ja. Was denkst du über Holofilm? Das ist das Einzige. Und die Frage beantwortet sich von selber, schon einfach rein, was deine Logik dir aufzwingt. Dann wirst du feststellen, wie deine Logik funktioniert. Ja. Und ich sage, egal was jetzt deine Logik sagt, Holofilm ist das Beste, was mir je passiert ist. Oder sagst du, es ist ein totaler Scheiß bei, das ist richtig. Ja. Aber nur ein bisschen. Wenn Holofilm nämlich bloß gut wäre, wäre es nicht verkehrt. Das ist Holofilm, ist wie der Kegel. Die sagen, das ist ein Kreis. Wenn du sagst, Holofilm ist gut, entheiligst du Holofilm. Wenn du sagst, das ist schlecht, das ist ein Krampf, dann sagst du, das ist ein Dreieck. Ich sage, nein, Holofilm. Holo, verstehst du das Wort nicht? Holofilm ist alles. Alles, genau. Heilig. Heilig. Gleichzeitig. Heilig, genau. Punkt.
Punkt, genau. Wunderbar. Wunderbar. Super. Super. Das ist wunderbar. Das ja. Wunder, die Wunde, die in dir berechnet wird, ist BR. Die polare Berechnung ist das. Ein, ich nenne es ja, ich bin ja gebildeter Mensch, ich drücke mich griechisch aus, es ist ein Trauma. Ein eine Traumschöpfung. Ja, genau. Recht. Es ist ein Trauma. Absolut. Eine Traumschöpfung. Ja. Okay. Gut. Vom Vater losgemacht. Lassen wir Brösel uns jetzt, mir schön. Vier Brösel lassen uns jetzt wieder in den reinfahren, der uns ausdenkt. Ja. Danke.